Mein Name ist Katharina Erzach, ich komme aus Köln und ich bin jetzt seit circa 3 Wochen hier in Wodin. Ich habe mich für Wodin entschieden, weil ich das Gebäude sehr schön fand. Ich fand alle sehr nett, als ich hier hinkam und natürlich den Blick direkt aufs Meer zu sehen und immer wenn man aus dem Fenster sieht oder aus der Tür rausgeht, kann man das Meer sehen, das fand ich unglaublich. Mein erster Eindruck von Wodin war, dass ich direkt das Meer vor der Tür hatte und das war schon der Hauptgrund auch. Meine Lieblingsfächer sind Kunst, Mathe und Sport. In den Unterricht haben wir nur wenige Mädchen zusammen und dadurch ist es für die Lehrer einfacher, uns zu helfen und es macht auch mehr Spaß zu lernen. Morgens gibt es, oder eigentlich gibt es immer ein Buffet und morgens gibt es natürlich Beans, dann Bacon, Toasts und natürlich auch frische Früchte. Nachmittags und abends gibt es immer eine warme Mahlzeit und es ist immer sehr lecker. Nach der Schule haben wir immer Tea Time. Da kommen wir alle zusammen, da gibt es Kuchen oder Früchte, um was zu trinken. Da können wir zusammen hinsetzen und miteinander reden und was essen und auch mit den Hausmistress reden. Das macht mir sehr viel Spaß. In den Abenden und am Wochenende gibt es verschiedene Ausflüge und man kann auch an Wochenenden immer nach Brighton fahren und da andere treffen und verschiedene Sachen unternehmen. Man konnte sich am Anfang verschiedene Aktivitäten aussuchen, die man während Lunchtime oder am Abend machen kann. Ich habe mich für Fußball, Backen und British Sign Language entschieden und ich finde das sehr interessant. Was ich am liebsten an Wodin mag, ist, dass alle das Mädchen sind und dass man sich mit denen hier immer über unterhalten kann, dass man immer zusammen ist und dass man selbst entscheiden kann, was man wann macht und wie man es macht.